Wenn es Kobi nicht hinkriegt, machen wir es in der Community halt einfach besser. Und das Coole daran ist, du kannst es sogar gewinnen. Willkommen in der Noppenklößchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, das Jahr 2023 geht zu Ende. Wir wechseln in ein paar Stunden in das Jahr 2024. Und das ist Zeit, so ein bisschen hier meinem Kanal, unser Hobby, die Klemmbausteine hier auf Blockstar Revue passieren zu lassen. Aber wie feiern wir das? Natürlich mit einem kleinen Gewinnspiel. Und ich habe es im Intro schon gesagt, wir haben hier eines der tollsten Sets des Jahres, die 5756 bzw. 5757, die Horten HO229. Und jeder von euch, der keine Limited Edition besitzt, weiß, bei diesem Set fehlt eigentlich was. Und da springt die Community ein, beziehungsweise ein großer Mocker, ein guter Freund, ein treuer Mitglied auf meinem Discord, der liebe Maurice aka die Putzhilfe. Die hat mir nämlich drei Stands, Custom Stands, die fast identisch sind, mit diesem Stand geschenkt, um sie an euch zu verlosen. Drei Stück, zwei verpackt, einen habe ich schon mal rausgeholt. Wenn ihr die Horten besitzt, könnt ihr auch diesen Stand ganz locker da einbauen. Alle Kanalmitglieder bekommen später, wenn sie das wollen, die Anleitung hierfür in einer Foto-PDF, wenn ihr das wünscht. Also hört genau hin, wenn es um das Thema Kanalmitgliedschaft geht, kommen wir aber später zu. Ja, Freunde, was müsst ihr machen, um diesen Stand zu gewinnen? Ganz einfach. Ihr hört es gleich zu, was ich euch ein bisschen vorlesen werde, denn wir sprechen über meinen Kanal, da stelle ich euch eine Frage und diese Frage beantwortet ihr mit dem Hashtag 2023 unten in den Kommentaren. Bis zum 5.1. um 23.59 Uhr habt ihr Zeit, da zu kommentieren. Die Auslosung gibt es dann in Videoform am 7.1. um 10 Uhr beim neuen Kobi-Video hier auf meinem Kanal. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen könnt ihr lesen unten in der Videobeschreibung. So, Freunde, dann kommen wir zu den klaren Fakten, was wir 2023 hier auf dem Kanal Blockstar so erwähnt haben. Ich mache mal ein bisschen Platz, ein bisschen ausholen, ein bisschen feierlich werden. Okay, let's go. Wir haben Stand jetzt, 31.12.2023, also noch ein paar Stunden, bis das Jahr zu Ende geht, 8.900 und ein paar zerquetschte Abonnenten hier auf meinem Kanal. Dafür vielen lieben Dank. Der Hauptcontent hier auf dem Kanal ist Kobi. Insgesamt haben wir, oder beziehungsweise ich für euch, 133 Videos veröffentlicht, beziehungsweise 131. Die Kanalmitglieder können schon zwei Videos mehr sehen. Das ist ja, deswegen macht man ja Kanalmitgliedschaften. 63 Videos dieser 133 Videos sind Kobi. Das ist also der Hauptcontent hier auf meinem Kanal 2023 gewesen. Zum Vergleich vom Lego, meiner anderen großen Liebe, habe ich 2023 ein Video veröffentlicht. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Der Rest war Lesti, Bluebricks und so weiter und so fort. Ich habe neben Videos auch viele Shorts veröffentlicht. Ganze 202 Stück. Und ich kann euch sogar sagen, dass das erfolgreichste Video auf meinem Kanal mit fast 200.000 Aufrufen ein Shorts-Video ist. Allerdings nicht von Kobi, nicht von Lego, sondern von McFarlane Toys. Es gab dieses Jahr leider nur 8 Livestreams auf meinem Kanal. Auf Twitch habe ich ein paar gemacht, aber auf YouTube nur 8. Wenn man mal überlegt, wie ich angefangen habe, da waren 8 Streams quasi in einer Woche. Also da gelobe ich auch Besserung. Das macht mir selber nicht so Spaß. Also ich mag das Livestream mit euch. Da werde ich auch versuchen, nächstes Jahr ein bisschen mehr zu machen. Hab da auch schon ein paar Ideen. Aber ich bin eigentlich kein Freund, der immer gerne sagt, so ja, ich habe das geplant, ich habe das geplant. Ich möchte lieber machen. Ne? Nicht so in den Wald hineinschreien und dann kommt nichts. Denn ich habe auch auf meinem Kanal hier in der Vergangenheit schon viele Projekte, die ich gar nicht zu Ende gemacht habe. Das Batmobil von Lego, ich wollte so einen Mini-Marktplatz bauen und ja, es gibt eine ganze Menge an Großprojekten auch, Mond King, Millennium Falcon und, die habe ich alle nicht zu Ende gebracht, die laufen teilweise noch, deswegen bin ich kein Freund von Versprechen. Also auch bei Kobi zum Beispiel wollte ich euch viel mehr Action Town, viel mehr alte Sets zeigen, aber naja, kommen wir zum Punkt, 63 Videos und das waren die meisten, fast
von den aktuellen Sets, so wie jetzt die Horten. Also da bin ich auch ein bisschen hinterher. Ich habe 72 Community-Beiträge erstellt, alle öffentlich zum Beispiel Neuheiten von Kobi, wenn ich einen Livestream gemacht habe, wenn ich bei anderen Leuten im Livestream war oder einfach nur eine Meldung zu frohe Weihnachten oder wenn ich krank war oder. Schaut gerne mal in den Community-Tab rein, denn da poste ich oft mal so Leaks bzw. Neuheiten und alles rund um meinen Kanal, was ich vielleicht so gar nicht in die Videos packen kann und ich auch finde, dass ich jetzt nicht verlangen kann, dass jeder mir auf Instagram oder Co. folgt, deswegen packe ich dann so Infos in den Community-Tab. Findet ihr in der Kanalübersicht in der Mitte relativ. Kommen wir zur Watchtime. Generell haben dieses Jahr meine Videos eine Aufrufzahl 2023 von 1,2 Millionen Views erreicht. Ich finde, das ist ziemlich krass. Also 120 wäre cool. 1,2 Millionen, das ist, ja, das ist krass. Für jeden Aufruf 0,05 Cent, das wäre doch was. Kommen wir jetzt aber zu einer wichtigen Zahl. Ich habe ja gesagt 63 Kobi-Videos. Das heißt, ich habe mal gezählt, so grob und alles, alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe 71 Kobi-Sets dieses Jahr gebaut. Das heißt, bei 52 Wochen, dass ich jede Woche mindestens ein Kobi-Set gebaut habe. Ich kann euch aber verraten, manchmal gab es Wochen, da habe ich in einer Woche 5 gebaut und dann mal eine Woche, da habe ich keins gebaut. Wie gesagt, ich habe ja auch noch anderen Content hier auf meinem Videokanal bei YouTube hier veröffentlicht. Also das ist schon, finde ich, für mich eine gute Zahl, irgendwie erschreckend. Trotzdem denke ich mir auch, da geht noch mehr. Und ich habe auch noch eine ganze Menge Kobi hier für euch da stehen, neue wie alte Sets. Und der große Tiger steht hier auch noch, die ganz besondere Tiger-Version, die keiner auf der Welt hat, habe ich euch ja schon beim Haul-Video angedeutet. Darauf lohnt es sich auf jeden Fall auch zu warten, weil es wirklich einzigartig ist. Ja, Freunde, und jetzt fragt ihr euch, ja, und wo ist jetzt die Gewinnspielfrage für dieses Ständchen, beziehungsweise für 3 Stück davon? Ganz einfach, Freunde, wenn ich 71 Kubisets gebaut habe, was meint ihr denn, wie viele Steine habe ich von Kobi 2023 verbaut? Schreibt mir das bitte unten, wie gesagt, Hashtag 2023 in die Kommentare. Und die 3, die am nächsten an der Zahl sind, die gewinnen dann diese Stands. Ist doch eigentlich eine machbare Geschichte, oder? Also ich könnte euch jetzt auch noch vielleicht vorlesen, welches Set ich alle gebaut habe. Aber das könnt ihr ja mal selber gucken. Guckt einfach durch die Videos. Dann könnt ihr ja auf diverse Datenbanken gehen. Und dann könnt ihr Kobipedia.com und dann könnt ihr ja zusammenzählen. Und dann wisst ihr, wie viele Steine ich grob gebaut habe. Also jedes Video angucken, war natürlich Quatsch, müsst ihr nicht. Aber wie gesagt, am 7.1. ist die Auslosung. Bis zum 5.1. könnt ihr kommentieren und dann könnt ihr diese Stands gewinnen. Alles 100% Kobi. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, ist ja nice, ich habe keine Horten, dann teilt doch dieses Video, schickt es einfach an jemanden, wo ihr wisst, dass der eine Horten von Kobi hat und dass dem ein Stand fehlt. Das ist Community, dafür ist Miteinander da. Und das finde ich eh ganz wichtig. Auf meinem Kanal gibt es hier selten diese großen Aufreger, Skandal hier, Skandal da. Skandal! Nein, hier geht es um Review, hier geht es um Community, hier geht es um Freundschaft, um Freude am Hobby. Den ganzen anderen Kram könnt ihr woanders gucken. Und ich versuche, soweit es geht, Leute zusammenzubringen und dann hier an euch was zurückzugeben, wie diese Stats. Und zurückzugeben ist das richtige Stichwort, ich habe es ja gesagt. Eine Bauanleitung gibt es dann für die Kanalmitgliedschaften. Ich habe ja diese Kanalmitgliedschaften eingeführt, weil YouTube ein bisschen die Kanäle mit Kanalmitgliedschaften vom Algorithmus mehr belohnt. Und das habe ich halt gedacht, das kann nicht sein, das finde ich ein bisschen blöd und deswegen habe ich sie auch eingeführt. Es gibt 3 Stufen, einmal das Mitglied für 99 Cent, da kriegt er besondere GIFs und Emojis und eigene Logos, wenn wir im Stream wieder sind zum Beispiel und auch bei den Kommentaren. Dann habe ich den Supporter, den einmal 4 Brick, kostet 4,99, da bekommt ihr dann auch vorab Zugriff auf die Videos. Ich habe, wie gesagt, schon 2 vorproduziert. Und dann habe ich natürlich noch den Ultra für 19,99, den Brick einmal 8. Da bekommt ihr dann sogar Möglichkeit, per Umfragen zu bestimmen, welches Set ich baue. Also ihr könnt mit fast 20 Euro im Monat hier auf meinem Content Zugriff nehmen und den mitbestimmen. Nach 2 Monaten Ultra bekommt ihr dann sogar ein T-Shirt von mir designt erstellt. Das noch zum Schluss. Wie gesagt, ist nicht wichtig, nur dass die
Kanalmitglieder wissen, sie kriegen so diese Anleitung dafür und ihr müsst mir einfach nur sagen, wie viele Steinchen habe ich 2023 von Kobi verbaut. Ja, dann sind wir schon am Ende des Videos angelangt und dann kann ich euch nur sagen, weil die Zeiten immer mehr hier rennen Richtung 0 Uhr, kommt gut in das Jahr 2024, bleibt mir wohlgesonnen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch 2024 wieder einschaltet. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, lasst euch nicht ärgern. Klemmen ist das schönste Hobby und ja, liebe Grüße auch an eure Liebsten. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blogster.